Ja, herzlich willkommen, harter Rest. Wir hören jetzt nochmal einen Vortrag von, er hat gestern einen Workshop schon ein bisschen zu einem ähnlichen Thema gehalten, von Albert Minacher zu Ist das denn noch Radio? Es geht ein bisschen darum, dass es mittlerweile ja viele Angebote gibt, auf denen man auch Audio publizieren könnte oder die man auch für Audiopublikationen und zur Werbung benutzen kann und wie man das alles unter einen Hut bekommt an Produktionswegen, an Distributionswegen und was man alles nutzen kann, um alles viel schöner zu machen. Ja, vielen Dank. Ich mache so. Kann man mich hören? Okay. So, ist das denn noch Radio? Ich mache das auch, weil ich komme aus der Radioecke. Also meine Firma heißt David Systems und wir machen das bekannte DIGAS. Der Name ist schon ein paar Mal gefallen. Der Kollege Daniel hat es so sehr charmant als MS-DOS-Programm für Flughafen bezeichnet, die Schnittsoftware. Ich hoffe, ganz so schlimm ist es nicht, aber wir haben sehr viel mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun. Also wir vom Recording bis zur Ausspielung geht vieles über unsere Software und ich bin hier auch heute da, weil Radio hat eine signifikante Herausforderung und ich denke, Podcast kann eine Lösung dafür sein. Da komme ich gleich näher noch drauf zu sprechen. Und zwar, wir hatten es schon auch ein bisschen, ich klaue von den gleichen Studien wie meine Vorsprecher. So, das ist eine amerikanische Studie mit ungefähr 8.500 Leuten, die man befragt hat, was hört ihr denn so über den Tag und wie viel hört ihr über den Tag? Und so der Durchschnitt war eben 4 Stunden. Also der Amerikaner hört 4 Stunden Audio am Tag. Und die Folie kennen wir, die Frau von Eimerlin hat die auch gezeigt. Da war eben dieser Anteil von diesen 4 Stunden, ungefähr die Hälfte ist lineares Radio. Die Hälfte ist lineares Radio der Podcast-Anteil ist relativ klein. Also 2 Stunden ungefähr hören die Amerikaner lineares Radio. Ich habe mir noch ein paar Studien auch angeschaut, so Richtung Europa. Es ist ähnlich, also so 2 Stunden Radio am Tag ist anscheinend so ein ganz guter Schnitt im Moment. So, die Studie ging aber noch weiter. Und zwar hat man quasi nochmal die Podcast-Hörer rausgenommen. Also die Leute, die angegeben hat, dass sie Podcasts hören, da sieht die Verteilung ein bisschen anders aus. Also die Podcast-Hörer verwenden mehr Zeit auf Podcast hören als auf Radio hören. Und das meiste schneidet in die Radio, also in die lineare Radiozeit mit rein. Ganz so schlimm ist es nicht, wie es hier auch aussieht, weil die Podcast-Hörer im Schnitt eher 6 Stunden hören anstatt 4 Stunden. Also die hören von Haus aus mehr Audio. Aber es zeigt einen gewissen Trend. Und zwar gibt es da noch eine recht interessante Statistik. Und zwar ist es die Verteilung von, sagen wir mal, Apps gegen, also wie viele Stunden hört man auf Apps und anderen Plattformen versus linearem Radio. Auf der Y-Achse sind die Stunden und auf der X-Achse ist das Alter. Und bei den alten Leuten ist es alles okay, die hören viel lineares Radio, aber es ist halt so eine Kurve nach unten. Je jünger die Leute werden, umso weniger lineares Radio hören sie. Und das hat man ja auch gestern in dem Vortrag von der Frau Eimerin gehört, der durchschnittliche BR-Hörer ist 50 Jahre alt, der durchschnittliche NPR-Hörer ist 55 Jahre alt. Also was muss man tun? Also man muss irgendwas tun, um relevant zu bleiben. So, dann habe ich mir mal so eine super repräsentative Studie von Audioplattformen vorbereitet. Natürlich nicht, also ich habe jetzt mal ein paar rausgegriffen. Es gibt einfach so viele. Und ja, vor 10, 15 Jahren war alles ganz okay. Da gab es vielleicht ein paar Internetstreams, aber das waren auch Livestreams. Und Podcasting hat vor 10 Jahren angefangen, aber gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Alles super. Und es gab eigentlich nur praktisch dieses lineare Format, ja, aber was anderes gab es nicht. Dann gibt es ein paar Formate, wo man sagen kann, okay, die sind
würde ich jetzt mal so unter dem Begriff nicht-linear on-demand so zusammenfassen. Also da gehört auch ein Spotify dazu, da gehören aber natürlich in erster Linie mal die Podcasts dazu. Und dann gibt's noch ganz viele andere Sachen, die auch teilweise erst relativ neu sind, wo man eigentlich gar nicht weiß, wie man sie einordnen soll. Und das versuche ich mal hier ein bisschen. Ich habe jetzt mal auf der X-Achse mal gesagt Shortform, also was ist eher so kurze Audioschnipsel, und Longform so, ja, was ist richtig lang, und auf der Y-Achse so ist es eher so was Privates, also was ich für mich mache, oder ist es eher so, hat es eher einen sozialen Aspekt, also hat ist die Plattform dazu da, dass ich eigentlich die Plattform dazu verwende, um auf was anderes hinzuweisen oder dass ich irgendwelche Schnipsel generiere oder so. Also Klemmer macht das zum Beispiel. Das ist so ein soziales Netzwerk, das so Audioschnipsel abspielt in schneller Reihenfolge, und wenn mich was interessiert, dann kann ich direkt auf den Podcast zum Beispiel gehen, also praktisch in das Longform-Format gehen. Jetzt könnte man diese Diagramme noch wesentlich weiter aufzeichnen. Ich habe einfach mal so ein paar Metriken noch, die mir da in den Sinn gekommen sind, aufgelistet. Also monomedial, multimedial. Also das ist schon relativ, würde ich sagen, monomedial gibt's eigentlich nicht mehr. Also was wir ja gehört haben mit den Kapiteln, mit der Audiotranskription, mit Bildern und so. Also Podcasts sind auch nicht mehr monomedial eigentlich, sondern ist eigentlich auch schon ein Multimedia-Produkt. Aber man könnte das natürlich noch weiter auf die Spitze treiben. Das Thema nicht-linear, nicht-linear habe ich schon so ein bisschen erwähnt. Ähnlich, aber doch ein bisschen anders ist, linear, also folgt einem Zeitplan, oder personalisiert. Also das ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich On-Demand-Content irgendwie mir selber suche oder ob ich ein personalisiertes Angebot erhalte. Dann Auffindbarkeit, Inhalte und eigene Plattform, fremde Plattform ist vielleicht noch ganz wichtig, weil hier auch die große Diskussion war heute Morgen mit, warum hostet der BR auf Spotify. Es ist schon ein wichtiger Faktor. Also wenn man wieder zurückgeht auf diese Grafik mit den jungen Leuten, die sind halt auf diesen Plattformen. Und ich kann den BR schon verstehen, dass sie sagen, okay, wir bieten auch was auf Spotify an, weil sich da eben diese Leute aufhalten, weil sich da ein Zielpublikum aufhält. Und hoffentlich können wir sie vielleicht in die eigene Plattform ziehen. Also das, denke ich, ist so die Motivation dahinter. Es wäre ein absoluter Fehler, wenn ein BR nur eine Strategie fahren würde, wir gehen jetzt nur noch auf Spotify. Das kann nicht funktionieren. Das haben die Zeitungen gezeigt. Die Zeitungen sind super abhängig von Facebook, und wenn Facebook den Algorithmus ändert, dann ist es oft schon schwierig für sie. Ja. Alles im allen stellt sich jetzt die Frage als Radiosender, Was möchte ich als Marke erreichen? Also wen möchte ich ansprechen? Was für ein Zielpublikum möchte ich haben? Und daraus muss ich mir dann eigentlich so einen Mix zusammenstellen, auf welcher Plattform ich publizieren möchte. Und eigentlich nicht auf welcher, sondern auf welchen Plattformen. Weil das eben auch verschiedene Gründe hat, warum. Ja, also jede Plattform hat irgendwie so einen anderen Unique Selling Point irgendwie. Und da muss ich mir ganz gut überlegen, was ich da will. Es gibt einige Konzepte, die versuchen eben diese Metriken so ein bisschen zusammenzubringen, also so einen Synergieeffekt zu schaffen. Da gibt es zum einen die BBC, die hat so eine Plattform, die nennt sich Taster-Plattform. Das heißt, die bauen relativ so prototypisch irgendwelche experimentellen Sachen. Das ist nicht nur Radio, die machen sehr viel in Virtual Reality im Moment. Und stellen das dann auf diese BBC Taster-Plattform, und dann können die Leute das einfach ausprobieren für 3 Monate und können Feedback liefern, und dann schauen sie halt, wie so ein Experiment funktioniert hat. Und da war ein Experiment, das nennt sich Thread, und bei diesem Experiment haben sie Inhalte austauschbar gemacht. Also es war eigentlich ein linearer Stream. Vielleicht kann ich das kurz... Wo geht denn der Laser hier? Ja, okay. Also
hier hat man den linearen Stream. Ah, man sieht es jetzt nicht so gut auf dem Beamer, aber das sind so einzelne Elemente in dem Stream. Ich konnte einzelne Komponenten einfach austauschen. Ich sage, okay, mich interessiert jetzt weniger, wie der Julian Glover über ein Piece by Britten spricht, aber was er über Shakespeare sagt, ist vielleicht interessanter für mich. Also ein ganz interessanter Ansatz, aber man sieht natürlich sofort den Nachteil dieses Ansatzes. Es ist, die Audiostücke müssen gleich lang sein, also ungefähr gleich lang sein, damit man wieder zurück in das lineare Radio kommt. In Deutschland gab es ein Forschungsprojekt, das ähnlich war, das nennt sich HBB Radio, also ist auch so ein hybrides Konzept. Da war das IAT dran mit beteiligt, da waren auch wir mit beteiligt, Antenne Bayern war dabei, der BR war auch dabei und hat die LMU, also ein relativ interessantes Konglomerat an Ideen. Da hat man eben auch versucht, so wie kann man diesen linearen Aspekt von Radio aufbrechen. Also man hat hier oben, also auf der obersten Achse, hat man quasi so eine Art Zeitplan. Also man muss sich das als Zeitachse vorstellen. Und es gibt einfach einen sehr genauen Sendeplan im linearen Radio. Also man weiß eigentlich relativ genau, was für Musik kommt, welche Werbung kommt, wann Wetter kommt. Das ist alles sehr, sehr genau orchestriert. Und das weiß man natürlich auch im Voraus, also was kommt, weil es gibt eine Sendeplanung. Und man kann dann sozusagen anhand der Metadaten, die hier drin stecken, könnte man in ein Vertikal gehen. Also das heißt, man könnte zum Beispiel einen Podcast anbieten, der jetzt, wenn ein Thema in den Nachrichten behandelt worden ist und ich weiß, im Archiv gibt es vielleicht einen Beitrag, der sich auch über das Thema, der auch das Thema behandelt, aber eine Stunde lang ist. Das heißt, ich verlasse praktisch so den Zeitstrahl, gehe nach unten. Und irgendwann kann ich aber wieder zurückgehen. Also entweder zeitversetzt, dass ich sage, okay, ich will jetzt da wieder zurück, wo ich aufgehört habe zu hören, oder ich folge einfach wieder dem Programm, so wie es jetzt gerade linear ist. Und man könnte dieses Konzept auch anwenden auf lokale Inhalte, dass man sagt, okay, ich habe Musiken oder ich habe Podcasts auf meinem eigenen Gerät und diese könnte man auch quasi mit in diese Experience sozusagen integrieren. Was daran interessant ist, ist, dass es einfach hier die Möglichkeit gibt, Formate, also andere Geschichten sozusagen in diesen linearen Setup einzubinden. Weil, wie man hier oben sieht, ist Radio sehr, 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 sehr getaktet. Podcasts passen mit dem nicht wirklich unbedingt zusammen. Ja, wenn ein Podcast einfach mal länger geht, weil das Thema interessant ist, dann geht es einfach länger. Und diese Freiheit soll ein Podcast auch haben. Das ist eine der großen Stärken vom Podcast, dass man eben diese Freiheiten hat. Aber irgendwie gibt es eben auch Möglichkeiten, dass man das zusammenbringen kann und sollte. Dann hatten wir auch schon ein, zwei Mal hier in den letzten zwei Tagen die NPR One App. Wer hat die installiert? Doch ein paar, also nicht allzu viele. Die versucht im Prinzip auch ein ähnliches Konzept. Also was man bei NPR One einstellen kann, ist die Local Affiliate Station. Also es gibt irgendwas zwischen 700 und 800 lokale Sender in den USA, die NPR-Content abspielen. Die sind im ganzen Land verteilt und ich kann mir meine Station auswählen. Also wenn ich in Washington bin, nehme ich die Station in Washington. Wenn ich in San Francisco bin, nehme ich die Station in San Francisco. Die haben mit NPR eigentlich nichts zu tun, sondern eigentlich sind es Kunden von NPR. Also das ist ein bisschen anderes System als im öffentlichen rechtlichen Rundfunk hier. NPR lebt aber sehr stark von diesen, sie leben davon, dass sie ihren eigenen Inhalte an diese lokalen Stationen verkaufen. Deswegen können die nicht einfach jetzt ihre Inhalte auf dieser NPR One App rausblasen, ohne dass sie irgendwie ihre Kunden, die praktisch den Unterhalt von NPR finanzieren, mit einfach ausschließen, ja.
Was interessant ist an der NPR-App ist auch, dass sie so ein Short-Form, Long-Form kombiniert haben. Also man kann auch sich so Audioschnipsel anhören und ähnlich wie ich es vorher bei der Klemmer-App erklärt habe, wenn einem was interessiert, dann kann ich direkt in den Podcast reingehen. Der wirkliche Clou ist aber, dass die Stories messbar werden. Also durch das, dass NPR die Macht über diese Plattform hat, können die alles messen. Die können messen, wie eine Story ankommt, wie lange die Leute zuhören, ob die gut ankommt, ob die Leute wegklicken. Sie wissen teilweise auch, wie alt die Leute sind. Also alles, was sie an Statistiken machen können, können sie machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich gefunden habe. Hier haben sie einfach mal gemessen, wie die Leute hören, ob das über normale Lautsprecher kommt oder ob das über Bluetooth gehört wird oder über die Kopfhörerbuchse. Wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so viel über die Kopfhörerbuchse. Und können eben dadurch sehr, sehr relevante Daten bekommen. Und worauf sie sehr stolz sind, ist, dass quasi die Abteilungen, also was Radio ist, was Online ist, was Podcast ist, die arbeiten hier sehr eng zusammen. Und das ist eigentlich ein bisschen Novum. Also das sieht man ganz selten im Moment noch in vielen Radiosendern, dass hier so über die Abteilungsgrenzen hinweg gearbeitet wird und kollaboriert wird. Und da sind sie sehr stolz drauf. Und was wirklich interessant ist, das ist eine Aussage von der Anya Grundmann, die ist Vice President für Programming and Audience Development. Also die hat die Aufgabe, sich Publikum zu finden. Die sagt, our podcasts are changing the way the radio sounds. Weil sie eben messen können, wie die Podcasts funktionieren, können sie Rückschlüsse aufs Radio ziehen. Und was sie machen, die haben eigene Podcasts, die haben zum Beispiel den Embedded Podcast, der quasi so eine einfache Nachrichtenmeldung nimmt. Es ist irgendwas in San Salvador passiert zum Beispiel. Und dann schicken die jemanden hin und die macht dann einen einstündigen, zweistündigen Podcast drüber, wie die Situation so aussieht. Also die fügt quasi dieser Nachrichtenmeldung mehr Kontext hinzu. Und das läuft dann eben auch auf der NPR One App. Oder sie haben ein Team mit CodeSwitch. Das sind viele junge Leute, die halt sich mit Rassenfragen beschäftigen. Also die so diese Diskriminierungsthemen behandeln. Und dann sagen die, oh, jetzt will ich eigentlich jemanden, ich habe gerade in den aktuellen News ein Diskriminierungsthema. Ich hole mir jetzt einen von diesem Podcast-Team ins Radio rein, weil die diese Expertise haben und die einen anderen Blickwinkel mit reinbringen können. Und läuft sehr erfolgreich. Also da sind sie auch wirklich super stolz drauf und ich denke, das ist ein richtig guter Weg. Und habe ich vorher nachgeschaut auch, der NPR One-Nutzer ist eben 22 Jahre jünger im Schnitt als der durchschnittliche NPR-Hörer. Also sie haben auch diese Verjüngung damit erreicht. Was bedeutet das für uns? Also jetzt komme ich wieder auf David als Firma zu sprechen. Es gibt einfach eine sehr komplexe Herausforderung, Produktion von Audio zur Hand zu haben. Und es ist eben nicht mehr nur für das lineare Format, sondern es müssen auch in meiner Vision sind Podcasts eine eigenständige Form von Radio werden. Also das heißt, Podcast-Inhalte sind ein Angebot eines Radios. Und mit Podcast meine ich jetzt nicht einen Zusammenschnitt von einer Sendung, die gelaufen ist, weil das ist im Prinzip zeitversetztes Radio, das ist nicht Podcasting, sondern eigene Formate, die einen zusätzlichen Mehrwert liefern zu dem, was Radio macht. Und ich denke, hier ist auch gerade diese große Stärke. Also ich sehe hier eine große Überlappung, was ihr macht, welche Themen ihr behandelt. Ihr macht sehr viel gesellschaftlich Relevantes. Und das passt eigentlich wie Arsch auf Eimer, würde ich fast sagen, mit dem Auftrag, den die Öffentlich-Rechtlichen haben. Und ich denke, da ist sehr viel Potenzial hier drin.
wenn man jetzt weitergeht, muss sagen, okay, ich will produzieren, ich will vielleicht mit Ultraschall produzieren, ich will vielleicht mit den Digas-Tools produzieren, das ist egal. Aber im Endeffekt habe ich dann ein Thema, ein Story und habe viele Komponenten einer Story, viele, viele Blickwinkel in einer Story zusammengefasst, in einer Art Collection, in einem Container. Und wenn ich das schaffe, wenn ich diese Komplexität irgendwie gehandhabt bekomme, dann kann ich eben auch entscheiden, wie ich diese Inhalte und auf welchen Plattformen ich diese Inhalte ausstrahlen möchte. Da kann man auch sehr viel machen, dass man sagt, okay, ich möchte auch meine zeitgebundenen, also meinen Sendeplan nutzen, um meine Twitter-Feeds zu machen. Also das heißt, ich binde meine Twitter-Feeds zum Beispiel an den Sendeplan mit dran, weil ich weiß, okay, ich habe jemanden, der zu mir ins Studio kommt, der verspätet sich aber eine Stunde. Wenn ich das in einem anderen System manage, das nicht irgendwie damit verbunden ist, dann kann es passieren, dass ich den Tweet zu früh raussetze, weil einfach der Sendeplan nicht mehr zusammenpasst. Und also das ist was uns als Firma interessiert, wieso wir auch hier sind, wieso ich hier bin, weil ich eben nach Möglichkeiten suche, eben diesen Container zu schaffen, ja. Und ich denke nicht, dass wir das alleine schaffen können. Ich denke, dass es hier sehr viel Interaktionsbedarf besteht. Also es gibt Leute, die Podcasts mit unseren Tools machen. Aber ich habe gesehen und es ist eigentlich relativ klar, dass hier andere Anforderungen bestehen, also an die Workflows, an effizientes Produzieren. Und da hätte ich gerne Diskussionen dazu. Wie kann man dann eine Komponente wie Storytelling aus Podcasts in so ein Radio-Ökosystem mit eingliedern? Das finde ich super spannend. Ja, ein Punkt habe ich noch vergessen, das ist der Analysepunkt. Da sind sicher die Datenschützer auch ein bisschen auf den Bäumen, kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich quasi weiß, wieder diesen Kontext habe, auf welchen Plattformen ich publiziere und ich rausfinden kann, wie diese Inhalte ankommen, kann ich mein Programm damit verbessern. Also es ist natürlich so ein Damokles oder zweischneidiges Schwert. Ich kann natürlich auch viel über die Nutzer an sich herausfinden. Also es kommt immer auf die Motivation drauf an, ja. Wenn ich ein Google oder ein Facebook bin, dann will ich verkaufen, will ich Gewinn machen. Wenn ich ein öffentlich-rechtlicher Sender bin, sollte meine Motivation eigentlich sein, ich will besseres Programm machen. Ich will meinen Auftrag, der mir von der Öffentlichkeit gegeben wird, ich will den besser erfüllen, so gut wie möglich erfüllen. Und ich hoffe, dass wir da hier diesen Weg gehen. Aber es lässt sich eigentlich nicht vermeiden. Also das ist definitiv ein Thema, das auch sehr in gewisser Weise auch innovationshemmend sein kann, weil in Deutschland besteht einfach ein anderes Bewusstsein über Datenschutz, als es zum Beispiel in den USA ist. Ja, zusammengefasst. Das war jetzt mal so ein kurzer Überblick. Ich denke, viele von meiner Vorredner hatten schon manche dieser Themen angeschnitten. Radio muss sich verjüngen, um relevant zu bleiben. Also ich glaube, das ist einfach Fakt. Da kann man eigentlich nichts dran ändern und sollte man auch nichts dran ändern. Und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt diesen Call for Podcast heute Morgen hatten. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass wir das nicht nur vom BR sehen, sondern auch von vielen anderen öffentlich-rechtlichen Sendern. Neue Plattformen geben auch eine neue Möglichkeit, wie man Sachen erzählt. Also man muss sich schon überlegen, warum macht es Sinn, auf einer Plattform zu sein. Und das ist für Podcaster, vielleicht gibt es andere Gründe als für Radio. Es gibt bestimmt andere Gründe für Podcaster als für Radio. Aber es gibt auch Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten dadurch, vielleicht so aus dieser Podcaster machen, Podcast für Podcaster Blase so ein bisschen rauszukommen. Das muss nicht jeder wollen, aber manche wollen es vielleicht und die haben dafür Möglichkeiten. Ich bin sehr stark davon überzeugt, auch nach diesen zwei Tagen hier, dass Radio nur vom Talent von Podcastern profitieren kann. Und diese Symbiose müssen wir schaffen, denke ich. Also das von
Deswegen arbeite ich von der Radioseite dran, weil ich denke, wir müssen diese Welten näher zusammenbringen, weil hier sehr viel Potenzial für Gutes entsteht. Und ich hoffe, dass es auch Möglichkeiten für euch gibt, dass ihr vielleicht an die Radiosender, an die Öffentlich-Rechtlichen auch rangeht und vielleicht auch Ideen mit den Programmleuten besprecht. Ich glaube, es wird immer einfacher, dass man hier Kontakte knüpfen kann und dass man hier vielleicht auch mal was zusammen machen kann, dass man vielleicht mal ein größeres Budget bekommt für eine Idee, die man vielleicht sonst nicht umsetzen könnte. Ja, Radioökosystem, Daten, Daten, Daten. Wie gesagt, dieses zweischneidige Schwert, aber ich denke, im Endeffekt wird der Zuhörer davon profitieren, wenn wir wissen im Radioökosystem, was die Leute hören wollen, was relevant ist für die Zuhörer, gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und dann, last but not least, let's go out and play. Also ich meine, das ist wirklich, lasst uns das versuchen. Wie gesagt, kommt zu mir, wenn ihr auch mit Radio zu tun habt. Ich würde mich gerne mit euch auch darüber unterhalten, ob man irgendwelche Experimente auch in der Richtung durchführen kann, was wir technisch unterstützen könnten zum Beispiel. Ja, redet da mit mir. Das war's. Vielen Dank. Wir liegen ganz gut in unserem Zeitplan. Von daher hätten wir vielleicht noch Zeit für ein, zwei Rückfragen aus dem Plenum, falls irgendetwas aufgepoppt ist. Falls dem doch da. So. Weil du die NPR One App angesprochen hast, weißt du, wie gut die funktioniert? Also wie erfolgreich die sozusagen bei denen ist? Und dann die Frage, ob David da sozusagen auch die Schnittstellen geliefert hat. Also hat eure Firma da den das, weiß nicht, das Backend oder das Know-how, kommt das von euch? Also was ich weiß, ist, dass also ich hatte letztens mit der Kelly McEvers gesprochen, die macht American Life und die macht diesen Embedded Podcast. Die verwenden den Multitrack Editor, also das ist ein Tool aus Digas, um ihre Podcasts zu schneiden. Also das wird NPR-weit zum Beispiel verwendet. Aber die haben zum Beispiel solche Sachen wie Kapitelmarke und sowas ist da überhaupt kein Thema im Moment. Also für die ist das Tool, das sie jetzt haben, gut genug und können auch schnell damit arbeiten. Aber was ich jetzt hier gesehen habe, denke ich, wäre unser Editor eigentlich nicht wirklich das Richtige für als reines Podcast-Tool. Da ist das Ultraschall einfach doch besser auf eure Bedürfnisse ausgerichtet. Ja. Vom Erfolg her weiß ich es nicht. Also da habe ich im Moment keine Daten oder ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, aber es ist definitiv so. Also NPR muss sehr vorsichtig sein. Die bewerben diese App zum Beispiel nicht im linearen Programm, weil eben so diese Balance zwischen den lokalen Sendern und NPR, so das ist auch so ein Territorium, weil vielleicht schneiden sich sie sogar mit diesem Erfolg selber ins eigene Fleisch, weil der Umsatz, den NPR generiert, kommt eben von diesen lokalen Sendern und denen muss es gut gehen, damit es NPR gut geht. Also es ist sehr schwierig, aber die Leute, die es einsetzen, lieben es. Also das ist ganz klar. Okay. Vielen Dank noch. Okay, danke.